Für die Versorgung einer starken Blutung mit einem Druckverband werden folgende Medizinprodukte eingesetzt: keimfreie Wundauflage, elastische Mullbinde. Alternativ können auch Notverbände verwendet werden. Die Beurteilung der Situation bzw. des Patienten beginnt, bevor der Sanitäter direkten Kontakt mit dem Patienten aufnimmt. In diesem Fall ist klar, dass Atemwege und Atmung funktionieren, aber aufgrund der offensichtlich starken Blutung eine schwere Beeinträchtigung des Kreislaufs besteht. Hallo, guten Tag, Sie haben die Rettung gerufen. Hallo, was ist Ihnen passiert? Okay, können Sie sich niederlegen? Ja. Ein Sanitäter übernimmt sofort die erste Blutstillungsmaßnahme, indem er einen manuellen Druck mit Fingern, Händen oder der Faust durchführt. Gleichzeitig wird der Arm hochgehalten. Nun muss ein Druckverband angelegt werden. Zuerst wird auf die keimfreie Wundauflage ein Druckkörper aufgelegt. Der Druckkörper ist immer größer als die Wunde und besteht aus elastischem und saugfähigem Material. Die Wundauflage und der Druckkörper werden mit einer elastischen Mullbinde fixiert und durch festes Umwickeln wird der notwendige Druck aufgebaut. Die Durchblutung kann laufend durch die Rekapillarisierungszeit überprüft werden. Dabei wird das Nagelbett bei den Fingern bzw. Zehen kurz zusammengedrückt. Die rosa Farbe als Zeichen der funktionierenden Durchblutung muss innerhalb von maximal 2 Sekunden wieder vorhanden sein. Nun wird das ABCDE-Schema fortgesetzt, eine strukturierte Untersuchung und eventuell ein traumatologischer Notfallcheck durchgeführt. Der Situation entsprechende Maßnahmen sind umzusetzen.